Das ist der Empfänger. Ja, da muss man auch mal an Nachwuchs denken. Wir mögen uns. Hallo, ich bin ein Schwan. Und das alles nur, um sich einmal so zu fühlen wie ein Schwan. So mit O. Es geht weiter. Aus dieser schönen Werkstatt. Es ist nämlich einiges passiert in diesem Jahr. Ich bin ja immerhin schon 28. Tja, da muss man auch mal an Nachwuchs denken. Und deswegen habe ich Nachwuchs bekommen. Es ist weiß und hat einen sehr langen Schnabel. Und zwar geht es hier um Schwani den Schwan. Und mit Schwani der Schwan möchte ich heute den Tag verbringen. Und zwar habe ich mir etwas ausgedacht. Und da möchte ich euch mitnehmen. Erstmal, woher kommt Schwani der Schwan überhaupt? Schwani der Schwan kommt von Feldberg, von Fred Bollmann, der mir diesen Schwan sehr freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und mit dem kann man jetzt so einiges machen. Er ist ein richtiger Schwan. Hallo. Ja, und mit diesem Schwan möchte ich anderen Vögeln zu Leibe rücken. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein Schwan bin, akzeptieren mich die Vögel vielleicht lieber, als wenn ich ein Mensch wäre. Deswegen habe ich hier noch so ein tolles RC-Boot. Das gehört dazu. Und dann kommt der Schwan hier so drauf und dann kann man hier eine Kamera festmachen und dann hier mit dieser tollen RC-Technik kann man dann irgendwo rumfahren. Zuallererst müssen wir uns das hier erstmal anschauen. Das ist der Empfänger und das ist der Sender. Und dann haben wir hier so zwei Servos und dann müsste man irgendwie lenken können. Jetzt muss ich das hier alles nur noch irgendwie verkabeln, was schwierig ist. Was in so einem Schwan alles drin ist. Das denkt man ja gar nicht. Man denkt immer, es ist ein Federball, aber eigentlich ist es eigentlich nur Elektronik. Mit einem Servo und einer dicken Batterie. 7,2 Volt ist in so einem Schwan schon drin. Wie nochmal? Also das muss hier rein. Ich mache es einfach erstmal fest. Dann ist es schon mal fest. Und jetzt kann ich hier bohren, denn bohren mag ich gern. Ja, den letzten Meter muss man mit der Hand noch selber drehen. So sieht das nur aus. Zwei Löcher. Und das alles nur, um sich einmal so zu fühlen wie ein Schwan. Was nu? Jetzt muss hier dieses Kabelbinder-Ding da rum und dann wieder da durch. Ja nun. Also, von der Idee her ist es eine gute. Ja, sicher. Da haben wir ihn. Boah, ist das fest. Zu fest, um wahr zu sein. Dann wollen wir ihn mal anschließen, den Kamerad. Was haben wir denn hier? An der kommt mal hier dran. Oh, das hört sich aber ganz schön gut an. Also so funktionieren Schwäne. Da kannst du ja jetzt rausgehen. Alter Trick in der Naturfotografie, such dir erstmal die hässlichste Stelle aus, die du finden kannst. Also wir sind hier wirklich im optimalen Bereich tätig. Ne? Du? Ja. Wir mögen uns. Jetzt muss ich ihn aber mal zu Wasser lassen. Und da hinten sehe ich auch schon ein paar Gänse. Vielleicht mögen die ja Schwäne. Erstmal den ganzen Krams aufbauen. Okay, anschalten. Schönes Geräusch. Piep. Wollen wir ihn mal zu Wasser lassen. Vollgas voraus. Hui. Rückzug. Oh oh. Das funktioniert überhaupt nicht. Ruderanlage ist nicht vorhanden. Auch falsch rum. Es gestaltet sich schwieriger als gedacht. Erste Probleme treten auf. Hier bewegt sich der Hebel. Aber hier das Ruder nicht. Tja, Schwani. So schnell wie du gekommen bist, musst du auch schnell wieder gehen. Kurzer Prozess. Sieht auch besonders kacke aus hier. Zurück in der Werkstatt müssen wir den ganzen Braten eben nochmal aufmachen. Ich hab's ja gewusst. Und eigentlich will ich nur ein verdammtes Bild machen. Aber es klappt nicht. Also, der Gerät funktioniert nicht und dreht sich immer mit. Und das liegt daran, dass hier ganz drin in den Eingeweiden des Schwans sich eine Mutter gelöst hat. Jetzt müssen wir hier mit sehr kleinen Schraubenschlüsseln arbeiten. Das passiert sehr oft in der RC-Technik. Wenn es zu sein will, muss es zu bleiben. Ist ja auch eher so ein homöopathisches Licht. Was haben wir denn hier? Wenn das nicht mal die Schaltzentrale ist. Ne. Noch kleiner muss er sein. Es ist eine klassische Vierer-Nuss. Die wurde in diesem Jahrgang gerne verbaut. Ich habe aber nur eine Sechser-Nuss. Das war dann Baujahr 2001. Muss ich den verdammten Kabelbinder tatsächlich wieder lösen. Langsam und geschmeidig. Sonst kommt nämlich nach ganz fest ganz ab. Oh!
Ich spüre einen Widerstand. Es könnte fest sein. Ja, sicher. Also das kann eigentlich jetzt nicht mehr kaputt gehen. Den Rest kennen wir ja schon. Ein schönes Geräusch. Oh, ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt muss ich mir nur noch ein besseres Ruder ausdenken. Das ging fix. Ein bisschen Gaffer. Und schon haben wir ein fertiges Ruder. Also, raus geht's in die Natur. Tata! Schon stehen wir wieder an diesem kleinen Tümpel oder Teich und werden jetzt hier mal Schwani zu Wasser lassen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, dass es super aufwendig ist, das Ding überhaupt zum Laufen zu kriegen. Und ich habe ja noch nicht mal darüber nachgedacht, was für ein Bild ich überhaupt machen will. Es könnte also eine Serie des Scheiterns werden. Sehr wahrscheinlich, aber das ist bei Naturfotografie sowieso eigentlich immer so. Ich würde sagen, man scheitert zu 95% und manchmal zu 4% ist mal ein Bild dabei. Und der 1% ist dann vielleicht wirklich ein Bild, was einem gefällt. Also eine unfaire Aufteilung, würde ich sagen. Was sagt Schwani dazu? Er hält sich bedeckt. Nun ja, da musst du jetzt mal rein ins Wasser. Denn ich habe da hinten auch schon zwei Schwäne gesehen. Und da schauen wir einfach mal, wie die sich so zum Schwan verhalten. Das ist nämlich auch noch ganz wichtig zu wissen, dass die Natur und das Verhalten der Tiere natürlich immer an erster Stelle steht. Und erst dann das Foto kommt. Deswegen mache ich den ganzen Quatsch ja auch überhaupt, damit die Tiere eben nicht von mir gestört werden und denken, es ist einfach ein Kumpel, ne? Eine Kumpeline, ein Schwani halt und ich einfach nebenbei Bilder machen kann. Dann mal los. Starten wir erstmal ohne Schwan. Fernbedienung und volle Fahrt voraus. Ja, da kann man nichts sagen. 1A, also lenken, ob. Sieh mal, wir haben auch ordentlich Wind. Dann wollen wir den Schwan mal aufsetzen. So, Schwani. Let's go. Er fährt. Schwani fährt. Gib Gas. Gib Gummi. Gib, was sagt man denn beim Schwan? Dö, 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 dö. Hallo, ich bin ein Schwan. Und ich wollte mal schauen, was ihr hier heute macht. Wie sich Schwäne wohl so unterhalten. Hi, na? Ich bin neu im Teich. Boah, das klappt so gut. Schwani auf großer Fahrt. Komm zurück. Ich muss sagen, es macht auch ein bisschen Spaß. Ring, ring, ring. Auf der Stelle gedreht. Time to say goodbye. Letter. Oh oh, oh oh. Wind, Wind. Zurück, zurück. Komm zurück. Da ist er wieder, unser Kamerad. So, Schwani, komm. Wir müssen jetzt hier rausgehen. Und wie war die Ausfahrt für dich? Ja, also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Und ja, also gerade im Windbereich hatte ich Probleme. Aber ich bin ja auch noch jung. Ja, so viel von Schwani dazu. Wir gehen jetzt mal zu echten Schwänen, also zu anderen echten Schwänen. So, es ist auch für mich ein großer Schritt. Da hinten sehen wir Schwäne. Oh oh, ich bin gefangen vom Wind. Ach du Scheiße. Oh Gott, es ist viel zu viel Wind. Ah! Jetzt hängt er noch fest und ich kann nicht weiter. Und der Schwan kommt. Ach du Scheiße. Ja, also ich glaube, Schwäne finden das nicht so lustig. Und deswegen höre ich auch sofort auf. Der Schwani ist nur am Laufen. Zieh durch! Volle Gas! Volle Fahrt voraus! Ja, sicher! Es ist ja fast ein bisschen hektisch. Gott, es ist windig. Ah! Oh. Da wollte er weg. Da wollte er weg. So, Schwani, du musst jetzt hier rauskommen. Mir reicht's. Perfekt. Damit sind wir auch eigentlich am Ziel unserer Träume angekommen. Zumindest schon mal bei den 95%. Denn ich habe einen funktionierenden, fahrenden Schwan. Und kann damit in Zukunft irgendwelche Fotografien fotografieren. Ja, und das ist schon mal etwas. Es funktioniert alles. Und heute ist es einfach zu windig. Ich wohne an der Küste. Wer hätte es gedacht, dass wir mit Wind zu kämpfen haben. Deswegen warte ich jetzt auf einen windstillen Tag im Frühjahr. Und dann werde ich mal schauen, ob ich das einfach an Stockenten ausprobiere. Oder vielleicht an den Schwänen. Und mal gucke, wie die darauf reagieren. Mal sehen. Ich wünsche euch viel Spaß nächste Woche mit Hermann Hirsch und wir hören dann in 2 Wochen wieder und ja, bleibt geschmeidig, geht raus in die Natur und noch was, wenn ihr Müll in der Natur findet, regt euch kurz über die Schwachmaten auf und dann nehmt es einfach mit und ärgert euch nicht mehr. Tschüss! Time to say goodbye.